Wirtschaft. Hallo und herzlich willkommen zurück zu League of Legends. Ich bin 2986. Heute habe ich den Pflegeverantwortungsöl mit dabei. Der vielleicht auch einen richtigen Namen hat. Ja, Philipp. Philipp, okay. Schön. Philipp, du darfst ja auswählen. Entweder Morgana oder Soraka, weil ich möchte die beiden Skins, die neuen Skins ausprobieren und mir angucken. Oh, ich würde zu Soraka gehen. Du möchtest Soraka ja haben, alles klar, okay. Also für euch da draußen, die jetzt eben gerade reinschalten, es ist Doombot-Zeit und es gibt dadurch auch endlich wieder den Schnitter-Soraka-Skin. Und ich habe mir direkt geholt, instant. Besonders, weil ich ihn sogar mit 20% Rabatt noch gekriegt habe, durch diesen Timo-Shop. So, Philipp. Ja. Du bist mit deinem Main-Account Diamond 1. Diamond 1, alles klar. Okay, alles klar. Schön! Das heißt, du kannst mir dann meine Fehler erklären und aufzeigen und dafür sorgen, dass ich besser werde. Das ist klasse. Ach, das wird schön. Wird schön. Nur kurz nochmal zur Erwähnung: das ist eben gerade sein Twink, also sollte der vor 99 RP. Das ist ganz schön billig im Übrigen. Ja, ich wollte nur in den Wars gelaufen. Und der ist aktuell für Platin 3 Bisse. Ja, auf dem ja. Ja. Ja, nur damit die Leute das auch dementsprechend wissen. Ne? Also ich lasse mich mal wieder hochboosten, wie so viele so schön sagen. Ja, voll boosted. Aber sorry, ich nehme lieber vernünftige Leute mit ins Rank, damit ich auch weiß, dass es zumindest gut läuft, anstatt dass ich nur die vollen Nappel vom Dienst kriege und mich da durchkämpfen muss. Ich kann auch meinen anderen Account nehmen, dann da bin ich Platin 5, dann sind die halt nicht so krass die Gegner. So. Ah ja gut, ich möchte natürlich auch gerne was draus lernen, also wäre schon cool, wenn man ein bisschen Lerneffekt dabei haben. Ich habe jetzt seit einer Woche nicht mehr supportet, also wir spielen safe. Auf dem hier Main Support, oh mein Gott, Jin. Oh. Also ich kann dir auch noch eine Morgana anbieten, wenn du haben möchtest, muss nur was sagen. Ja, mal gucken, nee, ich glaub, wird schon. Alles klar. So, spiel was du willst, lassen wir irgendwie. Vielleicht kann ich für den Rice picken, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ein scheiß Blitz... Ach nee, kommt nicht mehr, okay, hat sich erledigt. Ja, Blitz ist immer scheiße. Gegen Soraka. Ja, deswegen, aber gut. So, nicht Programm Soraka, die neue. Die Schnitte, also die neue, die alte eigentlich. Viel Spaß, Thomas, bei der Arbeit. Und gute Besserung GameStalker-LP. Der hat aktuell eine bakterielle Infektion, ist aber auf dem Weg der Besserung. Hi, Ratchet. Und wie sieht's mit Subnautica aus? Aktuell, kein Interesse dran, das weiterzuspielen. Ich warte darauf, dass die Entwicklung noch weitergeht. Also das Spiel hat sich schon ziemlich gut entwickelt, aber waren jetzt nicht so viele Neuerungen in letzter Zeit, wo ich sage, okay, da muss ich jetzt unbedingt ein Video für machen, sondern dann mache ich wieder einen neuen Start, wenn sie sagen, so, jetzt ist wieder Big Update. Sudle. Ihr kennt das Prozedere, ich werde mich natürlich aufs Spiel konzentrieren, mit dem Philipp kommunizieren. Wenn ich tot bin, kann ich auch ab und an mal in den Chat reingucken. Ihr dürft euch natürlich sehr, sehr gerne über das Spiel unterhalten, wie beschissen ich doch spiele. Weil davon gehe ich eben gerade erstmal aus, weil das ist das erste Match für heute. Beziehungsweise nicht das erste Match, aber das erste Match als Supporter für heute. Und da haben wir die Statistiken. Ah ja, du musst wissen, ich habe einen Bambus-PC, also Loading Screen dauert. Das ist sehr schön, dann können wir uns ja schon mal über die Taktik unterhalten, wie wir spielen. Safe. Na, das war ja ganz schön schnell. Ja, ja. wir haben im Gegnerteam alles Gold, 1 und 2, bis auf den Vladimir, der ist Platin 5. Bei uns im Team haben wir ein bisschen gemischt, auch Gold 1, 2 und Platin 5 und 3. Also du bist ja Platin 3er, wir haben zweimal Platin 5. 1752 zu 1724. Und was mich kurz interessiert, ich habe dem gerade unterbrochen, tut mir leid, aber ich muss nochmal kurz nachgucken. Rüstung, Fähigkeiten, Stärke und Leben, das heißt, es ist eine passive Jenna. So, jetzt darfst du. Ja, nee, ich wollte nur sagen, ab 6 können wir eigentlich ziemlich schnell reingehen, weil ab 6 ist Jin total am Arsch.
Ich folge dir einfach und werde mein E drücken. Hast du eher Interesse am Q oder eher Interesse am W im Early? Also wenn Level wir gewinnen, 1. Wenn wir gewinnen, dann Q, wenn wir verlieren, dann W. Nein, ich meine Level 1 möchte. Achso, Level w 1 Q, Q. Alles klar. Okay. Ja, weil mittlerweile durch den Nerf ist es sogar fast sinnvoll, auf dem W zuerst zu gehen. Ja. Pff. Oh, ist der Skin geil. Nein, ich hätte Herzog Away, der sieht viel krasser aus. Tja. Leute, könnt ihr mir noch kurz sagen, ob die Lautstärke in Ordnung ist? Von der Musik? Weil die ist bei mir zumindest auf den Ohren ziemlich laut. Und ob man den Philipp auch dementsprechend versteht. Wo werde ich gebraucht? Aktuell nirgendwo. Oh, sie sieht das. Ich finde diesen Skin einfach nur pornös. So, Jin. So, mal kurz hin und her sortieren hier. Oh ja. Oh ja. Ja, so fein. So ganz verlegen. Ja, ja, entspann dich doch, Gragas. Wir sind doch schon unterwegs. Also ich habe mir vorgenommen, frühestens in 10 Jahren Remakes meiner LPs zu machen. Also sprich, wenn ich 10 Jahre YouTube mache. Was soll das sein? Sprich, 4 Jahre noch. 3 oder 4 Jahre? Scheiße, ich bin viel zu lange dabei. Na dann, wollen wir mal auf die Lane. Jin Jenna. Müssen wir mal gucken, ob wir gut Harass kriegen am Anfang. Okay, der Botlaner von denen hat auf jeden Fall auf der gegnerische Jungler hat auf jeden Fall auf der Botlane angefangen. Na, konntest du deinen vierten Hit nicht auf mich setzen, wa? So, ich hab jetzt mein B. Für dich auch heute das erste Ranked Match? Hm? Ob's für dich auch heute das erste Ranked Match ist? Ja. Nee, okay. das zweite. Na, dann müsste es ja warm sein. Das krasseste Game meines Lebens. Und wir haben es verloren am Ende. Oh, unlucky. Warum war es so krass und warum habt ihr das verloren? Wir hatten einfach Elder Drake gerade gemacht und Ezreal hat vom Elder Drake zum Baron geultet und ihn gesteelt mit der Ulti. Mhm. Dann haben wir es trotzdem noch verloren im letzten Fight, weil Lee Sin gecatcht wurde davor. Ja, das ist natürlich ein bisschen unlucky, ja. 17-16, er ist im Farm leicht behind. Nice. Good job. Ich kann nichts mehr machen, ne? Ist egal. Okay, good job. Bin oben. Ja, schön engaged, schön gemacht. Ich habe auch absichtlich so lange gewartet mit meinen Exhaust wegen dem vierten Schuss. War ziemlich gut. Schnell ja, noch reinpushen bei den beiden Toren. Rakamen. Müsste eigentlich reichen, oder? Ja. Ja. Schade, ich kann mir leider keinen Pink holen. Ich hab einen. Alles klar. So, jetzt läuft's im Allgemeinen. Sieht's eigentlich ziemlich gut aus. Oder beziehungsweise ziemlich even, sagen wir's mal so. Bis auf Botlane. Aber Top wird jetzt gegankt.
Oh, nice. Nein, schade. Oh, unlucky. Schade, schade, schade. Oh, wir sind schon wieder auf Verlehen. Und Volibear ist top, also müssen wir noch nicht warden und nichts mehr. Nein. Ups, da habe ich mir ein bisschen Farm gegönnt. Ich habe immer noch mehr als er. Also mit dann Wave. Dann max ich mal das Q. Oh ja, bitte bleib länger drinnen stehen. Das ist nicht gut. Ja, das Gute ist einfach, wir haben Soraka. Das heißt. Ja, aber du verschwendest damit trotz alledem mein Mana. Ja, Leben auch. Ja. Ja, das geht eigentlich. Wenn ich meinen Q treffe, dann ist alles wieder gut. Aber das kostet dann jeder Mana. Ja. Naja, alles gut, alles gut. War, glaube ich, im Großen und Ganzen ein guter Trade gewesen. Ja, die haben halt jedenfalls jetzt out. Oh mein Gott, dodge doch, dodge doch. Ja, es wäre sinnvoll, wenn du das mal anfangen würdest. Hätte ich gar kein Problem mit. So, ich bin oben. Ich würde ganz gerne den Tribush warden gehen. Beziehungsweise da eigentlich ganz gerne den Pink drin haben. Ey, ja, dodgen ist heute echt nicht deins, oder? Das kann echt nicht sein. Hast du den B-Skill? Merci. Du gehst aber auch immer sehr weit voraus, ne? Ja, ich will die Mini holen, weil mit Soraka ist es so, der Farm. Wayne ist halt OP, aber sie braucht ein bisschen was. Ich weiß. Mit Items, sogar wenn sie total behind ist, mit Items, sie kann alles zerstören. Will nicht, dass vierter Schuss aufpassen, kriegt. Vierter Schuss ja. Aufpassen. Kommt jetzt ganken. Ja, mach langsam, mach langsam. Er kommt nicht ganken, by the way. Weiß nicht mal mehr, haben die noch irgendwas ab? Ich glaube ja. Aber ich bin mir gerade auch nicht sicher. Ich brauche dich mal kurz. Nice. Schade. Wäre ein Free-Kill gewesen. Ich hatte sie in meiner E drin, sie war gestunt. Ja, vierter Schuss, ja, vierter Schuss, jetzt. Jetzt kommt der Karas aber. Good job. Schönes Follow-up. Nice. Well played. Well played. Von mir auch okay oder wolltest du irgendwelche Anmerkungen? Bisher nicht. Also wenn wir irgendwas, wenn wir verkacken den Fight, dann ja. Okay, alles klar. Also solange pushen, man sowas gewinnt, dann ja. Ich habe auch keine Wards mehr. Sind, dann durchpushen. Ja, ja. Ups, sorry. Sogar nachdem hier weggehen noch die eine Wave. Okay, ich glaube der Vladimir ist mittlerweile salty. Lass uns. Oh scheiße. Ja. Ah, du hast kein Flash. Nein, habe ich nicht. Konnte ich nichts machen, sorry. Wir hätten wirklich eine Wave vorher weggehen sollen, wie wir es eigentlich geplant hatten. Oh shit. Nein, nein, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab's vergessen. Hast du überlebt? Ja, nice. Der Weskel, ich wusste es. Okay. Das war etwas unlucky jetzt gerade gewesen, ja. Weil ich konnte auch keine Watch stellen, ich hatte ja alle auf Cooldowns.
Und mit Soraka zu pushen ist ein bisschen schwieriger. Aber den Tower kriegen sie nicht. Nee, nee, den Tower nicht. Jetzt in 50 habe ich wieder meine Ulti und mit der Ulti können wir eigentlich direkt rein. Wenn du wieder da bist, können wir gerne darüber reden, ansonsten nicht. Wow, der Leck. Müsstest du eigentlich alle kriegen. Ja. Außer du versaust zu dir selber. Okay. Vision ist da. Eine bitte. Ah, der Kraker. Nice, good job. Es ist Maker Soraka. Ja, was soll ich machen, ne? Ich hab den nur gesehen, dass der Rise low geht und da habe ich mir gedacht, ah, da hilfst du mal. Oh verdammt, falsche Taste. Gut, jetzt wäre es sinnvoller gewesen, weil jetzt hätte ich den Jace noch retten. Vielleicht hätte er helfen können, aber egal. Man kann nicht alles haben. Ich streame nur noch auf YouTube. Provozieren mit dem Zeichen. Und oh, das kann ich auch machen. Ah, die Crits. Versauen wir den Farm. Meine oder was? Was? Deine, ja. Muss mir schon sagen, wenn du engagen willst, ne? Ja, also gerade nicht, weil ich habe einen Goldbonus und das würde den so einen gleichen Lead wiedergeben. Ja, ne? ja. Comebacks. Aber der Pink Ward wird gesaved. Merci. Pink Ward wird immer gesaved, egal ob man dran stirbt. Ja, nicht von jedem. Das ist das Problem. Na, willst du nochmal einen reinstellen? Wie viel hat die denn noch? Free Gold. Ja, ja, klar. Und free Erfahrung. Da ist noch ein Volibear. Ich würde aufpassen. Ja. Also wir tun so, als ob ja, wir das nicht sehen. Deswegen habe ich ja hier überall alles drin. Damit er EP verliert. Ey, deine Dodge-Künste sind heute aber auch wirklich Nonplusultra. Meine Fresse, ey. Ich habe erst in 13 Sekunden meine Ulti wieder. Nicht healen jetzt. Also, ich krieg schon Lifesteal. Weil guck, okay. Der wird dauerhaft Farm verlieren. Wird einfach nicht weggehen. Weil er die ganze Zeit denkt, dass wir ihn nicht sehen. Falsche Richtung, Meister. Ich habe keinen Heal mehr. Nein. Oh Mann. Crit. Ja, vierter Schuss halt, ne? Ja, nimm die Soraka, genau, das ist schön. War knapp, schade. Ja, aber du bist in die falsche Richtung getumbelt. Das war eben gerade ein bisschen unproblematisch dabei. Ich bin zurückgetumbelt, also ich wollte nach rechts gehen, weil die mich sonst links hätten die mich angegriffen noch. Ich wollte halt mit der Ulti dann durch sie durch. Ja, das hat ja leider nicht so gut geklappt. Egal, kriege ich ein bisschen fast. Ist okay. Fast. Mein Pinkboard steht noch, also alles schick. Ja, Pinkboard ist safe. Er bleibt auch noch länger auf Lane, als er eigentlich sollte. Hast du schon die neue Season gesehen? Also ja, ich habe schon so ein paar Changes gesehen gehabt. Ups, sorry. So. Oh Mann. Leute, wir haben doch so gut angefangen, kommt schon. So, ich bin kurz weg. Ah, dem Red wird. Dem Wort würde ich da eigentlich ganz gerne entfernen wollen. Halt, stopp. Rückgabe. Wir gehen auf das als erstes.
Was machst du? Achso. Noch 200. Okay. Unser Pink. Ja, ich bin schon fast wieder da, also wir können ihn deffen. Wenn sie hier jetzt rein wollt, dann ulte ich direkt. Oder auch nicht. Na, wenn du. Nein, back. Ja. Wir haben nicht genug Vision und ich laufe andersrum. Hat schon seinen Grund, warum ich sage back. Wieso schaffe ich das nicht? Oh mein Gott! So, jetzt aber. Das war so bad von mir. Mein heiliger Pink ist tot. Hier nicht mehr rein. Jetzt der letzte Schuss, der ist so schlimm, oder? Ich hab mit damit trotzdem rausgewichen. 3 von 4. Aber ich muss hier bleiben, ich muss unserem Turm treffen. Ich kann nicht weg. Aber ich muss weg. Und hier out, schade. Nein! Oh, ich war doch weit genug unten! Mann, ja, der Turm ist weg. Nee, der Turm ist nicht weg, weil Ryze und Kragas gekommen. Ja, dann müssen sie sich aber beeilen. Der ist weg, siehste Seite. Nice, good job. Oh, das wird ein Triple, oder? Nice! Holt euch lieber den Drake, das ist sinnvoller. Ja. So, ich hab mein Mikaels. Ja, ich hätte gehen sollen, aber ich wollte den Turm verteidigen. Ja, okay. Okay, ja, 2 Tote. Aber beide waren nicht ganz unnütz, sagen wir es mal so. Aber im Late Game werden wir es einfach gewinnen. Ich hoffe darauf. Beide Teams haben halt wirklich die krassen Late Game Champs, aber. Heißt. Okay, top. Jace ist Blutrausch, das ist alles gut. Farmtechnisch bist du jetzt ein bisschen behind, killtechnisch bist du even. Woli kommt wahrscheinlich runter. Ich habe keine Wards mehr, meine stehen überall. Warte, wann. Oh nein. Ja, 25 Sekunden, bis mein Red Trinket wieder ab ist. Yeah. Wollte ich gerade fragen. Hab ich mir gedacht. Oh, du hast gedodged! Yay! Also, er hat 100 Meter daneben geschossen, aber. Das zählt als Dodgen. Aber du musst rauspushen, damit ich hier meinen. Ja, okay. Nein, Wand. Oh mein Gott, Bolibär. Und gerade. Schönes Pathfinding, muss ich sagen. Ich laufe die ganze Zeit an der scheiß Wand lang. Good job. Weiß nicht, warum er dort geblieben ist. Weil er greedy war. Er wollte den Farm. Ja, dafür holen sie sich aber in der Mitte. Also wenn wir jetzt den Bot Tower dafür kriegen, könnte sich das vielleicht sogar noch lohnen. Mit unserem Einvasall. Der Wolibär kommt. Ja. Keine Ulti. Ich habe auch keine Ulti. Benner hat einen Pink Ward, also. Ich glaube, wir sollten weggehen, das ist am sinnvollsten. Woli kommt, pass auf. Ah, okay.
Wir müssen diesen Turm kriegen, nein, sonst können wir hier nicht weg. Nein, ich mach meine Golems. Ja, mach das. Hat Gold? Nein, die wollte ich nicht. Ich wollte die ganz gerne haben und jetzt auf Ardent Sensor. Wenn ich Ardent Sensor hab, sind wir ziemlich, ziemlich gut dabei. Alter, die Toplane rotzt da einfach durch, ey. Der hat richtig Bock. Guck mal, wie deep der ist. Also wenn wir mit Tower kriegen, dann wäre das jetzt richtig, richtig geil. Wenn wir jetzt sogar ein Teamfight machen, könnten wir danach den Baron holen. So, oder einfach nach einem Baron ziemlich sicken Plan. Einfach nur Baron forcen und dann... Du kannst mit dir jetzt holen, Bot holen. Okay. Oder du kannst natürlich auch in die Mitte kommen. Naja, weil Bot pusht gegen uns, deswegen. Ich habe keine Bots mehr, die ich stellen kann. Trinket vergessen. Also mein Gedächtnis. Ach, schade, ich dachte, er wird noch einen Kill da oben machen. Aua. Ja, hol ihn dir, hol ihn dir. Aktuell ist alles hier in der Toplane unterwegs. Hier Vladimir's Bot. Okay. Puh. Okay, da habe ich jetzt alles benutzt. Aber ist okay. Der Vladimir steht sogar ziemlich scheiße. Von den Stats her, ja. Aber ich weiß nicht, ob du ihn 1-on-1 kannst. Aber es sieht sehr danach aus, oder? Ja. Ja, es wäre gar nicht dumm, wenn der J-Spot geht, ne? Okay. Ja, wir halten hier Mitte relativ gut. Oh, ich bin seine Ultimate Flash gedodged. Nice, good job. Wir kommen runter. Drake ist auch gleich ab. Ah, das ist ein Bullybär. Da kommt noch mehr. Wir sollten über den Tower zurückgehen. Wayne macht so Spaß. 9-2. Komm mal her! Komm noch her! Meine Fresse, Hauptsache vor Mila wegrennen, ey. So was liebe ich ja ganz, ganz doll. So, das war jetzt das erste Mal in meinem Leben, dass ich die neue Rise Ulti benutzt habe. Eine lustige Kombo. Kennst du die mit Rise, Nunu und Galio? Boah, ja, aber dafür musste der Rise muss das richtig gut timen. Ja. Weil sonst kommt's nicht durch. Okay. Meine Ulti ist ab. Die können da gerne was machen. Ich habe meine Ardent Sensor fast fertig. Lass mal ein bisschen lang. Na, krieg ich den Tower? Ich weiß es nicht. Nein. Ich bin sofort da. Ich weiß, deswegen bin ich auch noch geblieben. Müsste es haben. Sag ich doch. Okay. Game. Drei sind in der Mitte, lass uns. Wir müssen in die Mitte rotieren. Hier oben steht ja kein Tower mehr. Wissen, dass wir kommen. Rice hat gleich seine Ulti auch wieder ready.
Botlane pusht gegen uns. Aber wir müssen ein bisschen vorsichtig sein mit dem Broly, der kann halt den einen rauscatchen. Also mich. Hast du ein Red Trinket? 9 Sekunden. Ich komm schon mal rum. Nice, good dodge. Not even close. Nein. Da ist noch einer. Sehr schön. Ne, kriegen wir nicht. Okay. Die Kombo ist so mies, ey. Okay. Ja, ja, macht ihr ruhig. Macht ihr ruhig hier mal. Nein. Blutrausch. Einer Bot. Ich komme zum Baron. Ich auf der Bot wäre nicht ganz. Also wäre schon sinnvoll, kann man machen, aber muss nicht. Du solltest im Übrigen den Baron nicht als erstes angreifen, ne? Weißt du? Weil du dann langsamer machst, weniger Schaden machst. Hält so schnell. Ja. Ja, aber trotzdem. Kann halt eben schneller sein. Beziehungsweise in anderen Spielen kann das schon wieder entscheidend sein. So, mein Ardent-Sensor ist ready. Hard pushen, damit wir den Drake in 2 Minuten. Oh, er hätte die fast sogar noch mitgenommen, Alter! Die Ulti. So gut, ey. Oh, wir haben ja leider nicht so viel Vision, wie ich ganz gerne hätte. Oh nice, Volibear. Und Morgana kommt und Jhin auch. Ja, wir kommen alle. Deswegen wollte ich Vision haben. Alter, neue Skin, ne? Also dieser Skin, der spielt sich so angenehm. Das fühlt sich an, als würde er alles schneller machen. Also viel, viel schneller reagieren. Ja, okay. Eigentlich ja auch Main Support. Du bist eigentlich Main Support? Dafür spielst du aber ja gerade den ADC nicht schlecht. Doch sagen, die Gegner sind gerade nicht so die krassesten. Das stimmt, ja, aber trotz alledem. Ich hab Ulti gleich wieder ab. Also du kannst deep gehen, wenn du willst. Kannst das natürlich auch lassen, wenn du willst. Ich würde erst mit den Minions gerne. Alles klar, sehr entspanntes Game. Ach. Farm könnte noch ein bisschen besser sein, aber... Oh, man kann ja alle haben. Probiert der da? Der hätte dich ohne meinen Exhaust gekriegt. Aber ich hab euch ja alle. Also ich würde es sehr feiern, wenn wir gehen. Weil ich bin ziemlich sehr, sehr low life. Könnt ihr gerne machen. Oh, GG. Nice! Ja, irgendwie schon, Bakasura, habe ich so langsam das Gefühl. Überall gibt es Supporter, die alle mitspielen wollen.
und alle Mains um sind. Naja, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich halt im Support die ganze Zeit gespielt habe, ne? Nice, S minus! 20 LB und Schaden versus einfach Heilung. Jeder aus dem Team nice. S minus oder S hat. Das ist geil. Das ist einfach geil. Gut, Leute, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.